Ach, Bertha, sagte er lose für eine Tombola? Ja, lose für eine Tombola. Sind Sie taub? Aber nein. Ich brauche noch mehr Krepppapier. Hier, bitte sehr. Danke. Lose für die Tombola verkaufe ich, Mrs. Steinberg, und für einen guten Zweck, selbstverständlich. Für welchen guten Zweck, Vater? Die Tombola ist für das Waisenhaus der Kinder portugiesischer Seeleute, die mit ihren Schiffen untergegangen sind. Sagte er Waisenhaus in Portugal? Ja, ein Waisenhaus in Portugal. Hören Sie denn so schlecht? Nein, ich höre hervorragend. Das ist doch nicht wahr. Das Dach des Hauses ist leider undicht geworden und seit Pfingstsonntag gibt es in St. Ignatius kein trockenes Bett mehr. Oh, wie gefällt die Dekoration? Sehr gut, Pater. Sie sind ein Freiluftkünstler. Sagen Sie mal, wer von Ihnen hat heute eigentlich Geburtstag? Sie hat Geburtstag. Ich, Pater. Sie also. Na, dann nehme ich doch an, dass Sie Ihrer Bekannten ein paar Lose kaufen. Ich kaufe zwei. Nur zwei, meine Dame? Das würde ja nicht mal für zwei, geschweige denn drei neue Dachschindeln reichen. Kaufe Sie drei. Also gut, ich nehme drei. Gut, drei. Und die anderen Damen, wie viel kaufen Sie? Ich möchte nicht, dass Sie sich heute Na Nacht mit schlechtem doch. Gewissen im Bett wälzen, weil Sie den armen portugiesischen Waisenkindern nicht geholfen Na haben. Doch, komm schon auf! Ich muss sagen, Sie haben anscheinend ein Blitzstudium abgelegt. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hatten Sie die prima Idee einer Schnelllackiererei für Autos. Fast hätte ich als Beweis noch Wasserfarbe auf meinem Wagen. Nein, wie himmlisch, ich liebe Wasserfarbe. Tja, wissen Sie, meine Damen, ich kann das erklären. Dr. McIntyre, was haben Sie gegen portugiesische Waisen? Ganz und gar nichts, Bertha. Ich habe nur etwas gegen einen falschen Priester, der gerade versucht, Ihnen etwas von Ihrer Rente abzuschwindeln. Was? Er ist ein falscher Priester? Ist das wahr? Nur keine Aufregung. Ich frage Sie, glauben Sie etwa dem Wort eines Ungläubigen oder mir, einem Kirchenmann, einem Mann im geistlichen Gewahr? Oh! Oh! Also, das ist Jake Donovan, auch bekannt als Pater Donovan. Das ist Dr. Gates. Guten Tag. Guten Tag. Die Geschichte mit der Tombola ist Schnee von gestern und Kleinkram. Was verkaufen Sie heute? Aktien? Mit was soll ich mich Ihrer Meinung nach befassen, Dr. McIntyre? Vielleicht mit Beethoven? Soll er hier ein eidesstattliches Protokoll aufnehmen? Wäre keine dumme Idee. Doktor, mit dem, was ich gegen das Krankenhaus in der Hand habe, gewinnt den Prozess sogar ein Jurastudent, der stottert. Prozess? Sie haben sich beim Sturz das Bein gebrochen. Ja, der Unfall mit meinem kostbaren Bein ist auf Krankenhausgelände passiert. Ein klarer Fall von grober Fahrlässigkeit. Ich denke, ich halte es hier eine Weile aus. Das Einzige, was Sie herausholen können, ist ein heiles Bein. Drehen Sie unserem Patienten ja nichts an. Nachdem Ihr Gangster Sie gründlich ausgenommen habt, bleibt sowieso nichts übrig. Hinlegen. Wozu? Was? Ruhig liegen bleiben. Sagen Sie mal, ist vielleicht außer dem Bein noch irgendwas? Was meinst du? Ich würde eine Ultraschallabtastung des Bauches vorschlagen. Einen Moment mal, Freunde. Ich bin wegen dem Bein hier. Sonst werden Sie bei mir nichts finden. Vielleicht sind Sie sonst gesund, Mr. Donovan. Wir wollen Sie nur untersuchen. Sagen Sie nicht, Mr. Donovan. Das macht mich nervös. Nur Jake. Keine Sorge, Jake. Wenn Ihnen was fehlt, kriegen wir es hin. Ach, so ist das. Verstehe, Doktor. Sie wollen mich gerne unter Skalpell bekommen. Dabei würde Ihnen ein falscher Schnitt passieren und damit wäre mein Prozess gegen das Krankenhaus aus der Welt. Schon kapiert. Ah. Sie können meine Gedanken lesen. Nur einen Gedanken haben Sie übersehen. Ich habe mir überlegt, Ihr Gehirn säuberlich zu entfernen und dann in Bronze zu gießen, als so eine Art Symbol für all die armen Wesen, die durch natürliche Auslese von uns gehen. Gloria, was ist passiert? Es geht mir gut, Schub. Sieht mir nicht so aus. Sag mal, habt ihr nichts Besseres zu tun? Komm mit hier rein. Ehrlich, es ist alles Nein. in Ordnung. Lass, Schub. Nichts ist in Ordnung, das sehe ich doch. Komm her. So. So was. Leg dich hin. Also, was ist passiert? Ich schwöre dir, ich helfe nie wieder jemand, der eine Reifenpanne hat. Beim Reifenwechseln wird man doch nicht so zugerichtet. Ich hatte Glück, dass ich stärker war als er. Stärker als wer, sagt schon. Er war mindestens 75 Jahre alt. Der Mann stand hilflos daneben und kriegte die Radkappe nicht ab. Und plötzlich wird der alte Knacker zum Lustmäul. Stell dir vor! Ich sag dir, die Männer wollen noch Sex, wenn sie schon auf Krücken gehen, im Rollstuhl sitzen oder 10 Minuten vor dem Exitus. Ja, aber am helllichten Tag auf der San Francisco-Oakland Bay-Brücke? Meisterwerke der Technik. Wie diese Brücke stimulieren sie noch. Weißt du die Autonummer? Nein, ich bin nur weggerannt. Ist dir besser? Ja, danke, Ernie. Du müsstest irgendwas zu deinem Schutz dabei haben. Ach, ich will nicht mit einer Pistole rumlaufen. Und ein Schlagring passt nicht zu mir. Ein Messer? Nein. Na, mir wird schon was einfallen. Oh, du meine Güte, was ist passiert? Ach, ein dummer Sturz, aber Hauptsache ist, mein Tanzbein kommt wieder in Ordnung.
Hast du Schmerzen, Schatz? Du siehst nicht gut aus. Doch, mir geht's gut. Hast du die Zigarren dabei? Ja, natürlich, Schatz. Warst du mit dem Hund draußen? Ja, wir waren spazieren. Und dabei hat er seine alte Freundin getroffen. Ach, du hast mir Sumatra mitgebracht. Du weißt, ich mag nur Havanna. Ja, Liebling, aber sie hatten keine anderen. Es gibt ja wohl genug Läden, um die richtigen zu besorgen. Schon, aber ich hatte keine Zeit mehr und ich war in Sorge um dich. Oh, wird denn hier nichts sauber gemacht? Ich meine, ein Krankenhaus müsste doch super hygienisch sein. Mit wem hast du vorhin gesprochen? Mit niemand. Erzähl keine Geschichten. Ich habe 6-mal angerufen. Es war immer besetzt. Tja, weißt du, ich habe mit dem Erwachsenenbildungscenter telefoniert, weil ich vielleicht einen Abendkurs besuchen will. Was für einen Kurs? Chinesische Gymnastik, das ist eine Bewegungsform. Willst du dich wie eine Chinesin bewegen oder warum? Das heißt Tai Chi, das sind harmonisch fließende Bewegungen. So bleibt man geschmeidig bis ins Alter. Sadie, ich kann dir sagen, deine fließenden Bewegungen sind aufregend und reichen mir auch so schon. Sadie, komm mal her. Na, was ist? Komm her. Also, Jake, es könnte uns eine Schwester oder einen Arzt erwischen. Daran hatte ich eigentlich nicht gedacht, aber könntest du mir mein Kissen bitte aufschütteln? Ja, natürlich, Schatz. Ja, so ist es gut. Du hast doch sicher nichts dagegen, wenn ich dich küsse. So wie früher. Du hast mir gefehlt. Sadie, ich war erst eine Nacht weg. Na gut, einen kleinen Kuss. Du bist echt sexbesessen, meine Süße. Hast Glück, dass ich es schaffe. Es gibt nichts, was du nicht schaffst. Wie wär's, wenn wir eine kleine Spazierfahrt mit dem Rollstuhl machen? Ja, gute Idee. Na, dann wollen wir mal. Ich halte den Rollstuhl. Toll. Geht's so? Ja, klar. Oh, wer hätte je gedacht, dass ich den großen, starken Jake Donovan mal im Rollstuhl sehen würde? Sitzt du bequem, Schatz? Ganz sicher, Jake. Ganz sicher. Los geht's. Tut dir dein Bein auch nicht weh. Ist alles in Ordnung? Ah, alles bestens in Ordnung. Aber Dad, du hast mir vor 10 Tagen versprochen, dass du kommst. Und ich kann dir sagen, es war wirklich nicht leicht, Trüffel zu bekommen. Die kriegt man nicht in jedem Laden. Sadie, bitte sei so nett, fahr runter und hol mir ein paar Zeitungen. Ja, gern. Aber lass dir Zeit. Aber hör doch mal. Nein, leider nicht. Aber deine geliebte Hey, Doktor, Sie können $50 verdienen, wenn ich mal telefonieren darf. Ein Stewardess aus Japan? Mann, kleine Autos, Fernseher, Radios, was die alles exportieren. Ich biete Ihnen ganze 100. Warte einen Moment. Was sagten Sie? Ich sagte, ich zahle $100, wenn ich sofort mal telefonieren darf. Jetzt gleich. Dad? Ich rufe zurück. Danke, Ihr Geld. Auf 9 kriegen Sie ein Amt. Danke. Nein, das Geld kann ich nicht annehmen, wenn der Anruf so wichtig ist. Gehört Ihnen. Hallo, Farnsworth. Hier ist Donovan. Ja, setzen Sie alles, was ich habe. Moment, bleiben Sie dran, ja? Ich darf doch bitten. Hm? Ach so, ja, aber natürlich. Danke. Also hören Sie, Farnsworth. Verkaufen Sie alle meine Anteile an Texas Petrol, Global Copper und Steel und die EZ Computeranteile. Ja, das sind über 2 Millionen. Kaufen Sie dafür jedes Stück Land, das Sie in Crescent County zwischen Pecks Hollow und Eagle Ridge kriegen können. Ich weiß, das ist Wüstenland, Farnsworth, aber unter dem vielen Wüstensand liegt Silber. Ja, ich habe Silber gesagt. Genau. Also kaufen Sie es für mich, mein Freund, und zwar schnell, bevor dann der große Wettlauf beginnt. Ich rufe Sie dann wieder an. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Danke. Und das ist für Sie. Nein, nicht doch. Warten Sie einen Augenblick. Ich konnte das Gespräch nicht überhören. Sagten Sie wirklich Crescent County? Sie haben es gehört? Gezwungenermaßen zufällig. Es war nicht meine Absicht. Psst, kommen Sie. Kommen Sie mit. Na los. Hier, nehmen Sie das mit. Ihr kommen Geld. Sie. Nein, warten Sie, das kann ich nicht annehmen. Wissen Sie, also, da haben Sie etwas gehört, was nicht für Ihre Ohren war. Tja, und wenn so eine Information durchsickert, dann geht der große Wettlauf los. Also wie viel muss ich hinblättern, damit es zwischen uns beiden bleibt? Na ja, nein, ich wollte eigentlich... Keine falsche Bescheidenheit. Sowas kostet sein Geld. Sagen wir, ich würde Ihnen einen halben Hektar für 10 Riesen abtreten? 10 Riesen? Ah, Sie sind ein harter Bursche im Handeln, Doc. Gut, dann sagen wir 5.000. 5.000? Ah. Für eine Silbermine? Und wie lange dauert das mit der Überschreibung? Überschreibung? Ja. Wollen Sie vielleicht, dass Anwälte mit Ihren gierigen Fingern mitmischen? Wollen Sie, dass die ganze Welt Ihr Partner wird? Nein, natürlich nicht. Dann wären Sie auf dem falschen Dampfer. So darf das nicht laufen. Ich verrate Ihnen den Trick. Keine Papiere, keine Schecks, keine Spuren. Wir wollen auf keinen Fall Spekulanten anlocken, oder? Also, wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie Bargeld, nicht wahr? Ich will gar nicht verkaufen im Prinzip, aber Sie wissen zu viel in dem Punkt.
Ich weiß zu viel in dem Punkt. Mhm. Können Sie die 5.000 bis morgen früh um 10 haben? Nur kein Problem. Das ist für Sie wahrscheinlich Klimpergeld, denn das haben Sie bei ein paar kleinen Operationen schnell wieder drin. Nicht vergessen, Doktor, zu keinem ein Wort. Und die 100 Dollar nehme ich schon mal als Anzahlung. Ja, sicher. Hallo, Dad. Ich weiß ein tolles Geschäft für dich. Ich meine für uns natürlich. Setz dich erst hin. Also, hör zu. Guten Morgen, Jack. Oh, morgen. Na, was gibt mir die Ehre? Tja, Dr. McIntyre und ich haben die Ergebnisse der Untersuchungen von Ihnen überprüft. Und? Wir sind überzeugt, Sie haben leider ein Aneurysma. Das ist eine Schwäche in einer der Hauptschlagadern, die den unteren Teil des Körpers versorgen. So, und was kann da passieren? Das bedeutet, dass die Ader jederzeit platzen kann. Und Sie sterben dann. Dieses Problem kann nur auf operativem Weg gelöst werden. So schlimm? Ja. Hm. Ihr denkt doch nicht, dass ich euch dieses Anoi-Dings da abkaufe. Jake, da draußen ist eine Stadt voller Straßenverkehr, wo dauernd Unfälle passieren. Und wir würden Sie lieber heute als morgen entlassen. Hören Sie auf, Doc. Sie sind ein netter Kerl, aber Sie erledigen die Drecksarbeit für die anderen, stimmt's? So ein Blödsinn, ich sage die Wahrheit. Ach, ich bin doch nicht auf den Kopf gefallen. Wenn ich in der Narkose liege, kann alles Mögliche passieren. Und dann bin ich weg vom Fenster. Jake, das werden Sie wohl wirklich nicht im Ernst glauben. Es wird nur einer mehr rausgekarrt und aus der Fall. Jake, hören Sie auf mich. Das Aneurysma kann plötzlich platzen und dann verbluten Sie vielleicht. Meinetwegen fragen Sie einen anderen Spezialisten nach seiner Meinung. Das wäre rausgeworfenes Geld. Bei euch deckt doch einer den anderen. Sie haben ja wirklich eine tolle Meinung von dem Menschen. Ja, und nur die gleiche Meinung wie die von mir. Will das nicht in Ihren Kopf, Doc. Ich lasse mich von niemand aufschlitzen. Basta! Trapper, ich muss mit dir reden. Muss es gleich sein? Ja, es ist wichtig. Wer könnte auf die Schnelle den Karatekurs für unsere Schwestern übernehmen? Werden Sie von den Patienten oder den Assistenten belästigt? Ich sag dir, hier ist der reinste Dschungel, Trapper. Gerade neulich wurde die Brenkusi von einem Sittenstrolch überfallen. Wirklich wahr? Ist sie in Ordnung? Ja, sie hatte Glück, aber es hätte auch viel schlimmer ausgehen können. Darauf arrangierte ich einen Kurs für Selbstverteidigung. Aber unser Lehrer ist nach Los Angeles geflogen. Seine Maschine kann nicht starten wegen Nebel. Deswegen brauchen wir heute Abend einen Ersatz. Ist kein Problem. Ich weiß schon einen. Gonzo, wird er dafür Zeit haben? Ach, was doch nicht Gonzo. Nein, vor dir siehst du einen Meister der asiatischen Kampfsportarten. Du? Da staunst du was, Ernie? Vor 30 Jahren habe ich in Korea eine Menge über Karate gelernt. Von dem großen Kim Bum Chan. Wie du selbst sagst, ist das 30 Jahre, Herr Trapper. Ich meine, die Reflexe sind nicht mehr die gleichen und deine Knochen sind brüchiger geworden. Es gibt Regeln und so hart werden die ja wohl nicht trainieren. Doch, weil sich die Sittensträucher an keine Regeln halten. Denkst du, ich bin untauglich für die Aufgabe? Aber nein, Trapper, ich meine doch nur, dein Trapezius ist ein sehr empfindlicher Muskel. Mit meinem Trapezius ist alles in Ordnung. Du wirst doch keine Zeit haben. Es ist schon erniedrigend für einen Mann in meiner Position, um den Job zu bitten. Gut, du Muskelprotz, du hast den Job. Entschuldigen Sie bitte, kann ich durch? Ich muss aussteigen. Oh. Hoppla, schaffen Sie das auch allein? Ja, natürlich, es geht schon. Vielen Dank. Also, die ist ein bisschen wackelig auf den Beinen. Finde ich auch, aber vielleicht macht sie eine Hungerkur. Wir kümmern uns schon. Bringt sie ins Untersuchungszimmer. Ja, sofort. Das wär's. Was ist passiert? Sie sind ohnmächtig geworden. Ich dachte, sowas passiert nur Schwangeren und alten Leuten mit schlechtem Kreislauf. Ach ja, meine Pakete. Alles hier. Bin ich vielleicht draufgefallen und habe ihm die Zigarren zerquetscht? Nein, es war eine Landung ohne jeglichen Schaden. Oh, gut. Nein, nein, noch ein bisschen liegen bleiben. Was, es geht schon wieder. Ja, ja. Wirklich? Oh, mir ist nur etwas schwindelig und flau im Magen. Haben Sie Lust auf saure Gurken? Auf Oliven. Auf eingelegte Oliven ohne Kerne. Sie denken, dass ich schwanger bin? Entweder das oder Sie brauchen etwas Bicarbonat. Ist das Ihr Mann? Mein Freund. Dieser Freund ist nicht zufällig Jake Donovan. Ja, genau. Kennen Sie ihn?
als Patient und als Mensch. Ach, ich kann es noch nicht glauben. Ich werde ein Kind bekommen. Lust auf Oliven sagt viel, aber ich schlage doch einen richtigen Schwangerschaftstest. Ich arrangiere das. Das wäre für Jake das erste Kind. Ich gehe gleich hin und sag's ihm. Seien Sie nicht so voreilig. Warten Sie erst den Schwangerschaftstest. Den will ich ganz schnell machen. Ich sag ihm, wenn er es erfährt, wird er vor Freude in die Luft springen. Schwanger? Ganz sicher? Sie haben einen Test gemacht. Ganz sicher. Wer ist der glückliche Vater? Was? Wer ist der glückliche Vater? Wer kann in Frage kommen? Nur die Ruhe, keine Panik. Wir können einen Detektiv engagieren, der ihn ausfindig macht. Das ist gar nicht witzig, Jake. Das ist genauso witzig wie deine fabelhafte Mitteilung. Oh. Jake, wäre es nicht traumhaft für uns, etwas zu haben, was wir gemacht haben? Denk doch, ein Baby. Ein Mensch, der aussieht wie du und spricht wie du. Ein Kind mit deinem Namen. Vielleicht, ja. Schon möglich. Jake, stell dir das plastisch vor. Denk mal, dann würden wir eine Familie sein, eine richtige Familie. Wir würden dann immer zu Hause essen, an einem schön gedeckten Tisch, mit Servietten, statt irgendwo unterwegs eine Pizza runterzuschlingen. Schatz, ich sehe uns schon mit dem Kinderwagen. In dem Kinderwagen ist ein echtes Baby drin. Es ist ein wunderschöner Tag und wir zwei schieben den Wagen durch den Park. Ach, hör auf, du Traumtänzerin. Ach, Jake. Ich kann den Kitsch nicht hören. Wahrscheinlich hast du sowieso nur einen Blähbauch. Nein, nein, die Geschichte kaufe ich dir nicht ab. Und ich hätte geschworen, dass du dich freust. Wenn ich mich freuen soll, dann musst du schon mit einer komischeren Story kommen. Wer hat dich überhaupt auf die Idee gebracht? Das ist der älteste Trick der Welt. Niemand. Ach, erzähl mir doch nicht so einen Unsinn. Irgendjemand hat dir doch den Quatsch in den Kopf gesetzt, denn auf sowas kommst du nicht allein. Das schwöre ich dir. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ach nein? Nun stell dich nicht so dumm, Sadie. Eins sage ich dir. Ich lass mich nicht zur Ehe zwingen mit diesem Ich-bekomme-ein-Baby-Trick. Wer hat was von heiraten gesagt, du Blödmann? Hast du je ein Wort gehört, dass ich über unsere wilde Ehe unglücklich bin? Nein, ich bin auch so glücklich. Ach, wirklich? Na schön, setz dich hin. Setz dich. Hier, das will ich von dir sofort schriftlich haben, klar? Ich, Sadie Pelkey, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und nicht schwanger. Und was ist nun, was ist, wenn ich schwanger du bin? Du schreibst das jetzt hin und nicht schwanger. Bin, bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Nun zufrieden, so Jake. Ja, und schreib noch einen Zusatz hin. Ich bin Jake Donovan nie so nahe gekommen, um von ihm ein Kind zu kriegen. Aber... Und unterschreib das. Das reicht. Also, ich muss schon sagen, es war ein dicker Hund, einem kranken Mann mit so einem üblen Trick zu kommen, Sadie. Es war kein Trick oder Bluff. Solche Tricks ziehen nicht bei mir. Darin bin ich selber Meister. So eine billige Masche versuchst du nie wieder. Nein, Jake, ich verspreche es. Dazu wirst du auch keine Gelegenheit mehr haben. Denn sobald das verdammte Bein wieder in Ordnung ist, verlasse ich die Stadt. Allein. Also, Ausgangsposition. Konzentrieren. Fertig. Tja! Ja, gut. Fließende Bewegungen. Aha. Und nach oben schwingen. Ja, und nun den großen Bogen. Wieder eine Drehung vorwärts. Schön konzentrieren. Und abschließen. Ja, sehr gut. Und wieder in die Ausgangsposition. Der Kurs war eine gute Idee. Und Sie haben schon einiges gelernt. Sie machen das prima. Ich glaube, wir können den heutigen Unterricht mit einer Selbstverteidigungsdemonstration abschließen. Also, Brancusi, kommen Sie bitte hierher. So, Herrschaften, die Situation ist folgende. Sie gehen allein über einen Parkplatz, es ist dunkel und Sie wollen zu Ihrem Wagen. Da kommt aus dem Dunkeln ein übler Bursche, das bin ich. Er packt Sie so wie ich jetzt und was würden Sie machen? Ganz einfach, ich stoße ihm die Ellbogen zwischen die Rippen, dann packe ich seinen Arm, mache eine Drehung und werfe ihn über meine Schulter. Gut. Machen Sie's. Oh, nein, doch nicht mit Ihnen. Ich bin ein Sexomane und will Sie vergewaltigen. Ein Sexomane ist ein Kranker, der Hilfe braucht. Sie sind doch ganz normal. Ach, Gloria, nun hören Sie endlich auf, mich als einen sympathischen Chefchirurgen anzusehen. Zeigen Sie, ob Sie es können. Los! Oh. Na gut, Süße. Jetzt fasse ich dich an die Brüste und werde dich... Oh. Oh. Oh
je, Doktor, haben Sie sich wehgetan? Ach, oh, Gloria, das war ein perfekter Wurf. Sie haben viel gelernt. Ich war etwas überrascht von der Leistung. Das Überraschungsmoment ist ein wichtiger Faktor. Also dann, bis nächsten Mittwoch. Mr. Ozuko wird dann zurück sein. Vielleicht schaut mal vorbei. Einen schönen Abend. Jahre. Lopez, Sie wollen doch Ihr Leben nicht in einer Imbissbude verbringen. Ja, die läuft ganz gut. Meine Spezialitäten sind Burritos und Tacos und ich habe noch nicht mal Tische. Das ist eine krisenfeste Branche. Aber viel springt dabei nicht raus. Donovan, ich habe zwei Helfer und beide haben studiert. Das zahle ich aus der Hosentasche, was die verdienen. Sicher, glaube ich. Sie imponieren mir, Lopez. Klar, Sie kommen gut zurecht. Aber das große Geld verdient man nun mal anders. Und wie zum Beispiel? Durch Investmentanteile einer erfolgreichen Klinik für Geschlechtsumwandlungen in Kopenhagen. Die Insiderinformation ist goldwert. Jake, könnte ich es mal kurz sprechen? Nachher, ich bin in einer Geschäftsbesprechung. Versuchen Sie immer noch Anteile dieser Klinik an den Mann zu bringen? Wir sehen uns bestimmt noch, Donovan. Geht's? Wollen Sie mir das Geschäft vermasseln? Sie sind gebeten worden, die Patienten nicht zu belästigen. Sind Sie einverstanden mit der Operation? Nichts damit, Operation. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich verschone die Patienten und Sie impfen Sadie nicht weiter. Ich impfe Sadie? Das mit der Schwangerschaft haben Sie ihr doch eingeimpft, weil Sie wahrscheinlich glauben, dass ich mich dann operieren lasse. Jake, da sind Sie auf dem falschen Dampfer. Hier gibt es eine Menge Menschen, die durch eine Operation weiterleben können und es auch wollen. Wozu soll ich mir den Kopf über jemanden zerbrechen, der sich einen Dreck um sein Leben kümmert? Ach, geben Sie doch zu, dass ich Ihren Bluff durchschaut habe. Sie halten Sadies Schwangerschaft für einen Bluff? Ja, alles schwindelt. Und wenn jemand glaubt, dass ich so blöd bin, mich durch so ein Märchen von den Traualtar zu begeben, hat er sich getäuscht. Ich kann Ihnen das Testergebnis zeigen. Davon gibt's viele. Woher weiß ich, dass es Ihr Ergebnis ist? Sie würden es nicht glauben. Richtig. Und wahrscheinlich wäre ich nicht der Vater. Wäre auch gut. Das kann man nur hoffen. Ah, Sie. Man hat mir gesagt, wo Sie wohnen. Ach so, Entschuldigung, ich störe Sie gerade beim Essen. Tut mir leid, ich komme später. Nein, nein, Sie stören gar nicht. Setzen Sie sich. Dahin. Na, wo drückt der Schuh? Warum sind Sie gekommen? Ist so ein Test zuverlässig? Ja. Das scheint Sie nicht zu freuen. Nicht mehr. Vor dem Test sagten Sie doch, Sie wollen ein Kind haben. Na ja, da wusste ich noch nicht, dass Jake leider keine Kinder möchte. Nicht zu glauben, wie man sich in einem Mann täuschen kann. Ist es so wichtig, was er will? Ich möchte ihn glücklich machen. Mal daran gedacht, sich selber glücklich zu machen? Wie kann ich glücklich sein, wenn mein Freund unglücklich ist? Nein, danke. Dr. Gates, ich will dieses Kind nicht haben. Eine Abtreibung? Aber nein, nicht. Abtreiben könnte ich es niemals. Was haben Sie dann vor? Tja, ich... Doktor, ich wollte Sie um Hilfe bitten, um einen Rat. Denn vielleicht... Ich dachte mir, vielleicht kennen Sie jemanden, der das Kind möchte. Sie wollen es weggeben? Nein, verstehen Sie, von wollen kann eigentlich nicht die Rede sein. Es ist nur... Wie wäre es denn, wenn Sie es sich selbst geben? Mir? Ja. Ich soll das Kind allein großziehen? Ja, warum nicht? Das geht nicht. Nein, Sie kennen mich nicht, Dr. Gates. Es würde schlimm werden. Ich mache immer alles falsch. Fragen Sie Jake, wenn Sie es nicht glauben. Das gäbe eine Katastrophe. Ich sehe mich schon, wie ich dem armen Kind Seifenflocken koche statt Haferflocken. Unmöglich. Stellen Sie sich mal so eine vertrottelte Mutter für ein hilfloses Kind vor. Junge, Junge. Er hat Sie ganz schön umgestreckt, dieser Jake. Doktor? Ich wollte von Ihnen einen Rat und keine Diskussion über Jake Donovan. Aber Jake ist der Hauptpunkt Ihres Problems, oder? Hören Sie, Dr. Gates, bestimmt ist er nicht vollkommen. Aber er ist mein Freund und ich liebe ihn. Und wenn Jake Donovan kein eigenes Kind haben will, dann ist es allein Jake Donovans Bier. Reaktionsvermögen, O'Malley. Das haben wir Asiaten so im Blut.
Also einen Moment mal, Miss Brancusi, wo wollen Sie in diesem lächerlichen Aufzug hin? Nicht zu glauben. Na, zum Karateunterricht. Und dieser lächerliche Aufzug ist meine Kampfkleidung. Ich möchte Sie daran erinnern, Sie haben Dienst. Nein, Sir. O'Malley hat den Dienst übernommen. Sie tauschen den Dienst, laufen öffentlich so rum. Wer ist dafür verantwortlich? Tja, Dr. McIntyre. So. Ja, na ja, der gute John McIntyre kann es nicht lassen, Neuerungen einzuführen, nicht? Ja. Sagen Sie mal, kann jeder an dem Unterricht teilnehmen oder ist er nur für Schwestern? Diese Selbstverteidigungssportarten haben mich schon immer fasziniert. Und gerade Karate. Ich habe mal gesehen, wie einer mit dem Kopf Dachziegel zertrümmert hat. Er fiel um und hatte eine Gehirnerschütterung. Oh, Vorsicht. Oh, Vorsicht. Ja, ja, das kommt davon, wenn man in deinem Alter Karate unterrichtet. Wenn du Ernie nur ein Wort von diesen Massagen sagst, dann bring ich dich um. Bist du inzwischen mit Donovan weitergekommen? Nein, er wehrt sich strikt gegen eine Operation. Macht er noch krumme Touren? Wahrscheinlich hat er inzwischen fast jedem im Krankenhaus was angedreht. Gloria wollte ein Buch verkaufen mit dem Autogramm von Madame Curie. Aber es wurde erst dieses Jahr verlegt. Und Riverside hat einen Anteil an einer Silbermine. Der Schach hat auch bald mit dem Teufel. Er ist so gut wie tot, wenn er nicht operiert wird. Naja, es ist sein Leben. So was sagst du als Arzt? Was soll ich denn machen? Ihn umstimmen. Wie? Keine Ahnung. Nur ein erstklassiger Gauner kann einen Gauner übertrumpfen. Lass dir gefälligst was einfallen, alter Gauner. Wow, nicht so brutal. Ich bin dein Chef und... Hallo, Kleiner. Meinen Sie mich? Ja, kommen Sie mal her. Ich heiße Jackson. Gut, Jackson, setzen Sie sich her. Sagen Sie, wissen Sie zufällig, was das ist? Eine Arzttasche. Ja, aber nicht die Tasche von irgendeinem Arzt. Diese besondere Tasche gehörte keinem Geringeren als Dr. Albert Schweitzer. Das ist ein Witz. Nein, ist wahr. Die habe ich vor ein paar Jahren in Afrika aufgestöbert. Ich wollte sie dem Smithsonian-Institut vererben, aber ich verschenke sie an Sie. Für $50. Etwas vermodert die Tasche. Na sicher, mein Freund, das ist echter Dschungelschimmel. Ja, und sehen Sie mal in die Tasche rein. Da können Sie sogar noch seine Initialen lesen. Also, ich lese da PR. Na sicher doch, so schreibt man den Namen in Suaheli. Ist doch ein traumhaftes Objekt für einen Arzt. $50, hä? Ja, billiger würde ich sie nicht mal Mrs. Schweitzer geben. Aha. Tja, der Dschungelschimmel imponiert mir. Wissen Sie was? Sie geben mir $60 und ich verrate sie nicht ans Gesundheitsministerium. Schönen Tag. Worüber grinsen Sie? Über Sie, weil Sie es nicht lassen können. Ach, geht's, was kommt jetzt wieder? Ein 10-Minuten-Vortrag über Ehrlichkeit, Tugend und Wahrheitsliebe? Ach was. Nein, eigentlich gefällt mir, was Sie so treiben. Ein Schwindel hier, ein kleiner Betrug da, man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Und die Käufer? Wenn die auf ihre Tricks reinfallen, dann weil sie es so wollen. Sie verkaufen ihnen Träume, Jake. Das ist heute ein Dienst an der Menschheit. So, das könnte ich Ihnen sogar glauben, Doc. Und ich wäre froh, wenn Sie auch glauben, dass Ihr Leben mehr wert ist, als Sie denken. Gates! Einen Moment! Gates! Warten Sie! Gates! Sagen Sie, wollen Sie einen besseren Menschen aus mir machen? Mich umerziehen? Wollen Sie einen Wanderprediger aus mir machen, oder was? Wäre nicht das Schlechteste für Sie. Versuchen Sie nicht, mich umzumodeln. Ich bin einer der besten Trickbetrüger, ein Schwindler. Auf der Welt sind viele Trottel, die genug Geld haben. Ich ziehe Ihnen nur einen Teil aus der Tasche. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Wenn die glücklich sind mit dem, was Sie verkaufen, ist alles prima. Ja, und wenn Sie hinter den Trick kommen, ist es aus mit dem großen Glück. Ich kann ruhig offen mit Ihnen sein. Jetzt, wo ich bald abkatze, sage ich es ehrlich. Die verlogene Welt auszutricksen hat Spaß gemacht. Sie könnten noch viel Spaß haben, Jake. Ja, sicher. Erzählen Sie noch so einen Witz, Doc. Das ist kein Witz, denn wenn Sie sich rechtzeitig operieren lassen, können Sie den Leuten leicht noch 20 Jahre was aufschwätzen. Sagen Sie, wollen Sie nicht verstehen oder drücke ich mich nicht klar genug aus, geht's? Also, wenn die Uhr abgelaufen ist, ist sie abgelaufen. Schicksal ist Schicksal. Ich will nicht dagegen ankämpfen. Hören Sie, Doc, das Bein scheint wieder in Ordnung zu sein. Also am Freitag will ich hier raus.
was mit Ihnen passiert? Ich wollte gerade zum Dienst gehen und da merkte ich plötzlich, dass ich kein Kleingeld für die Parkuhr hatte. Aha. Aber bevor ich die Schwester fragen konnte, ob sie mir einen Dollar wechselt, ging sie wie Karate-Joe auf mich los. Es war echt die Hölle. Man kann sich hier als Mann nicht mehr allein auf die Straße wagen. Die Zeiten sind schlimm für uns Männer. Es ist auf, immer herein. Oh, entschuldigen Sie bitte, wenn ich wieder so reinplatze, Doktor. Schon gut, kommen Sie rein. Aber vielleicht haben Sie was vor. Ich komme ein andermal. Nein, nein, ich werde genug Zeit haben. Geht's Ihnen gut? Ja, natürlich. Wo drückt der Schuh? Überall. Dann erzählen Sie mal. Also, ich kann das Kind nicht weggeben, egal was Jake sagt. Ich meine, ein Kind einfach so wegzugeben, das ist, wie soll ich sagen, barbarisch. Und Jake wäre es völlig gleich. Tja, seine Hirnwindungen sind schiefgewickelt. Er will nichts angedreht bekommen, sondern anderen was andrehen. Machen Sie ihn nicht schlimmer, als er ist. Wieso nicht? Ach, ich weiß auch nicht. Viele Menschen schimpfen über Jake und halten ihn für einen furchtbaren Kerl. Und er mag sich oft selbst nicht. Aber eigentlich ist er nicht so schlecht. In der Jugend hat er schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen spielt er den rücksichtslosen, rohen, harten und gemeinen. Aber das Ganze ist nur ein Deckmantel für ihn. Und ich glaube, er könnte sich ändern. Ja, wirklich, er könnte sich ändern. Dazu braucht er nur ein bisschen Liebe, viel Verständnis und Güte und so weiter. Sadie, Jake ist ernsthaft krank. Jake? Mhm. Ja, und der Fall ist ziemlich problematisch. Wenn er sich nicht operieren lässt, erlebt er vielleicht nicht einmal mehr die Geburt seines Kindes. Aber davon hat mir Jake nie was erzählt. Einerseits glaubt er nicht an die Lebensgefahr, andererseits hat er Angst vor der Operation. Sie könnten ihn zu der Operation überreden. Und wie? Schlagen Sie ihn mit seiner eigenen Waffe, einer List. Ich soll ihn beschwindeln? Also ich bitte Sie, Jake würde nie darauf reinfallen. Ich werde Ihnen genau sagen, was Sie machen müssen. Ach, nein, nein, egal, was wir uns ausdenken. Es würde nicht klappen. Wollen Sie, dass Jake weiterlebt? Oder nur noch für ein paar Monate seine Hemden bügeln? Oh. Du kommst zu spät. Ach ja? Kann schon sein. Wo hast du meinen Nadelstreifenanzug? Der hängt in deinem Schrank. Seit den alten Gangsterfilmen ist so ein Anzug unmodern. Aber heute ist Freitag. Du weißt, dass ich heute hier raus will. Und wenn du da gelandet bist, wo du hin willst, schick mir eine Postkarte. Verdammt nochmal, was soll der ganze Zirkus? Wo hast du das Kleid her? Keine Sorge, du hast nichts dafür bezahlt. Das Kleid ist ein Geschenk der Wohlfahrt. Was soll der Quatsch? Das finde ich gar nicht sehr witzig, dass du mit getragenen Klamotten rumläufst. Wieso? Hast du Angst um deinen guten Ruf als spendabler Freund? Ich sag's keinem, Jake. Für die anderen bleibst du der großzügige Spender, der keineswegs seine Ex-Freundin geschwängert hat. Vorsicht, Sadie, als du das letzte Mal frech geworden bist, warst du dann in der Kieferchirurgie. Genau. Naja, diese Zeiten sind vorbei. Denn von heute an werde ich von der Wohlfahrt leben. Hier ist der Schlüssel für dein Apartment, die Kreditkarte für Delaneys Discount-Auto-Ersatzteile und 6 Rabattmarkenheftchen. Fast wärst du der Hans im Glück geworden. Noch 12 solcher Heftchen und wir hätten eine Heizdecke bekommen. Stell dir vor, wie sich das auf unser Liebesleben ausgewirkt hätte. Also, Sadie, das Ganze meinst du nicht ernst. Was soll das? Was? Ich werde nicht ernst genommen hier. Ich, Sadie Perky, entbinde Jake Donovan von allen Verpflichtungen für mein weiteres Wohlergehen. So, und wo willst du jetzt hin? Nach Seattle, um zu heiraten. Heiraten? Wirklich? Und wer ist der Bräutigam? Charlie Granoff. Charlie Granoff? Doch nicht etwa der blödgrinsende Lagerarbeiter von dem Supermarkt? Ja, und zwischen den Gemüsekisten rumschleppen hat er sich die Zeit für das hier genommen. Sadie, willst du mir etwa damit sagen, Charlie Granoff ist der Vater meines Kindes? Alles Gute, Jake. Dieser Schlappschwanz Granoff hat nicht mal die Chromosomen, um... Das Kind ist von mir, Sadie! Und nicht von Granoff! Sadie! Sadie! Ich lasse euch beide wegen Kindesentführung verhaften! Ich werde vor Gericht beweisen, dass es mein Kind ist! Damit macht ihr euch strafbar!
Sadie! Hol deine Bahre, schnell! Sadie! Also ich sag euch, Jake wird vielleicht toben, wenn er aufwacht und merkt, dass er noch am Leben ist. Wir hatten zwar nicht seine Zustimmung, aber es geht in Ordnung. Zwei Ärzte haben unterschrieben. Wer? Trapper und ich. Oh. Was ist denn? Nichts. Rückenschmerzen? Nein, ich habe keine Rückenschmerzen. Meine Hosen sind zu eng. Pinzette, wenn ich bitten darf. Zu enge Hosen. Tja. Sauge. Sein Glück, dass er noch im Krankenhaus war. Der Durchbruch war nur eine Frage der Zeit. Diese Arterien bluten wirklich teuflisch. So, als nächster Schritt kommen die... Die Transfektionsnähte hier. Mhm. Wenn wir die Blutung unter Kontrolle haben, können wir transplantieren. Wie geht es ihm? Die Operation ist gelungen. Alles Weitere wissen wir erst später. Sehen Sie, was ich angerichtet habe. Dass ich ihn so vor den Kopf gestoßen habe, wird er nie verzeihen. Es ist passiert. Unten und vorbei. Sadie, wollen Sie nicht zu ihm? Dann kriegt er nur wieder seinen Anfall. Sicher, Sie waren der Anstoß für den Wutanfall, aber dadurch haben Sie ihm das Leben gerettet. Und er fragt nach Ihnen. Was, Jake fragt nach mir? Ja. Wieso das? Vielleicht möchte er Ihnen etwas sagen, wozu er bis dato keinen Mut hatte. Im Moment ist er noch benommen. Ich sage ihm Bescheid, wenn Sie zu ihm können. Ja, danke. Ach ja, sagen Sie, wie war Ihnen so bei der Abschiedsszene mit Jake? Mir war ganz schön flau im Magen. Doch irgendwie war es auch erfrischend. Jake? Was willst du denn noch von mir? Du wolltest heiraten. Was hat dir nicht gepasst? Die Stadt Seattle oder Charlie Granoff? Wie geht es dir so, Jake? Du siehst gut aus. So? Aber Sonntag bin ich wahrscheinlich mausetot. So haben die das doch geplant. Offiziell war die Operation ein Erfolg. Dann werde ich unerwartet an Kreislaufversagen sterben. Also, Jake, sag doch nicht sowas. Dr. Gates sagte, dass sie alles im Griff haben. Klar, das alles in dem Fall bin ich. Gerade noch rechtzeitig haben sie Jake Donovan und das Messer bekommen. Aber denk nur nicht, dass ich dich noch in meinem Testament bedenke. Du hast mich schmählich verlassen. Und ich bin zurückgekommen. Klar bist du zurückgekommen, weil du Angst hast, denn du brauchst so eine Lebensstütze wie mich. Was war das ganze Heiratsgerede mit Charlie Granoff? Ein billiger Bluff? Hat dir deine Kurzunabhängigkeit Spaß gemacht? Oh. Ich hätte die Geschichte nicht auftischen sollen. Ich würde hinter jeden deiner Tricks kommen. Ja, natürlich. Und statt hier wie eine dumme Gans rumzustehen, sollte ich lieber deine Schuhe putzen und deine Socken waschen. Du riskierst wieder eine freche Lippe. Gib einfach zu, dass du einen Fehler gemacht hast. Ich werde dir ewig dafür danken, dass du mir noch eine Chance gibst, deine Sklavin zu sein. Verzeih mir, ich weiß gar nicht, wie ich auf diese verblödete Idee gekommen bin, dass ich ganz plötzlich dachte, ich könnte mein eigenes Leben leben. Ja, sicher, du hast recht, Jake. Es war alles nur ein Märchen. Stimmt, dass ich gelogen habe. Die Lüge war fast so gut wie deine Lügenmärchen, Jake. Das mit dem Baby auch? Das Baby, Charlie Granoff, alles erfunden. Und ich, Ziege, war auch noch dumm genug, mir einzubilden, es würde dich innerlich aufwühlen. Adieu, Jake. Vielleicht kannst du noch eine Gratisbeerdigung rausschlagen, bevor sie dich nächste Woche in den Sarg legen. Ist Ihnen schlecht? Was ist? Jetzt reicht es endlich. Ich kann nicht mehr. Schluss. Was zu viel ist, ist zu viel. Er ist davon überzeugt, dass er nur noch bis Sonntag lebt. Ich sag Ihnen, von mir aus kann er gleich draufgehen. Wie geht's nun weiter? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich das Kind von Jake nicht austragen möchte. Ich will eine Abtreibung. So einfach geht das nicht. Wieso? Ich hasse diesen Jake, das Baby und diese ganze verlogene Welt. Kommen Sie, trinken Sie eine Tasse Versuchen Kaffee. Versuchen Sie nicht, mich davon abzubringen. Wenn ich es hier nicht abtreiben lassen kann, dann gehe ich irgendwohin ins Ausland, wo man Männer wie Frauen behandelt. Nein, ich meine Frauen wie Männer, eben Menschen wie Menschen. Ah.
Das ist ja ein Ding, sie einfach gehen zu lassen. Warum hätte ich sie aufhalten sollen? Weil sie ihr Kind unter dem Herzen trägt, deswegen. Ach was, sie erwartet gar kein Kind, das war ein Märchen. Ich habe den Bluff durchschaut, sie hat's zugegeben. Und Sie halten sich für einen großen Schwindler? Sie hat gelogen, Sie Schwindelmeister, und Sie waren zu vernagelt, es zu merken. Warum sollte sie in diesem Fall lügen? Weil ihr vielleicht klar geworden ist, was für ein miserabler Vater Sie wären. Blödsinn! Ich wäre einer der besten Väter. Diese dumme Kuh zieht so einen Zirkus auf. Sie hat sich's vermasselt. Ich wollte ihr schon vergeben. Auch die Unabhängigkeitserklärung hätte ich ihr verziehen. Ich war bereit, es zu vergessen. Sie sind ja so gütig, Jake. Sie können ihr sagen, dass ich sie nicht aus meinem Testament streichen werde. Sie kriegt alles. Ich wollte nur nicht, dass sie denkt, ich würde ihr alles durchgehen lassen. Ist egal. Am Sonntag ist sowieso alles vorbei. Sie glauben also immer noch, Trappers Messer ist ausgerutscht, ja? Irgendwann läuft die Uhr nun mal ab. Na schön. Wie Sie meinen. Aber auch ein Fatalist hätte normalerweise gerne einen Nachkommen. Wäre es nicht schön zu wissen, dass Ihr Kind, Ihr Fleisch und Blut, manchmal eine Blume auf Ihr Grab legt? Sie haben Sadie verloren. Sie werden Ihr Kind verlieren, durch das Sie weitergelebt hätten. Wozu warten Sie auf Sonntag? Sie sind schon tot. Ich muss mit dir reden, Sadie. Los, verschwinde! Geh mir aus dem Weg, Jake! Ich rühre mich nicht von der Stelle. Hör mich erst an. Dann fass dich gefälligst kurz. Ich habe keine Lust, dir lange zuzuhören. Wie kannst du nur so etwas sagen, nach dem, was wir durchgemacht haben? Wenn von uns einer was durchgemacht hat, dann wohl ich allein. Du siehst vor dir einen totgeweihten Mann. Schenk mir die wenigen verbleibenden Stunden, um dir zu beweisen, dass ich mich ändern kann. Du hast mich geliebt, das kannst du nicht leugnen. Das war vor meiner Schwangerschaft. Jetzt, wo ich in anderen Umständen bin, fange ich an, alles klarer zu sehen. Nun weiß ich, dass Schuft und Lumpen wie du nie Vater werden dürfen. Willst du, dass mir später nicht mal einer eine Blume aufs Grab hinlegt? Durch dieses Kind und in diesem Kind kann ich weiterleben. Und ich will nicht von dir darum betrogen werden. Und das sagst gerade du. Du hast dein Leben lang die Menschen betrogen. Warum darf ich's nicht? Weil es ein unmenschlicher Betrug wäre. Hören wir auf. Ich will nicht weiter streiten. Geh nicht weg von mir. So, und wieso nicht? Na, weil ich eben nicht will. Und ich will. Ich verlange eine Erklärung. Und was für eine Erklärung? Was willst du hören? Sag mir, dass du mich liebst. Ja, ja, das weißt du sowieso. Was weiß ich? Was du gerade gesagt hast. Sag es. Na gut, ich liebe dich. Das will ich von dir schriftlich haben. Also, ich, Jake Donovan, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und eines hinfälligen Körpers. Stimmt nicht. Dein Körper ist jetzt wieder in Ordnung. Im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte erkläre hiermit, ich liebe dich, Sadie. Und möchte gern der Vater unseres Kindes sein. Einverstanden? Tja, das... Überlegen wir uns noch. Auf Glück allein sollte man sich nicht verlassen, Dad. Man braucht dazu auch den richtigen Riecher, um zu erkennen, ob so eine Sache faul ist oder nicht. In dem Fall hatte ich den richtigen Riecher. Tag, Riverside! Ich rufe dich zurück, Dad. Stan? Ja? Wohin so eilig? Ich habe eine Menge zu tun, die Patienten und so weiter. Warten Sie einen Moment, ja? Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Bei mir entschuldigen? Weil ich Ihnen das wertlose Land aufgeschwätzt habe. Unter dem vielen Sand ist nichts weiter als noch mehr Sand. So, so, nur Sand. Na ja, Celery. Ein Vorschlag zur Güte. Ich kaufe es Ihnen für den gleichen Preis ab, den Sie mir bezahlt haben. Das finde ich sehr fair von dir, Jake. Ja, ein faires Angebot. Ja, sicher. Ein sehr faires Angebot. Danke, Donovan. Aber auf den Trick falle ich nicht rein. Aber das ist kein Trick. Ich sage Ihnen die volle Wahrheit. So, die Wahrheit. Na ja, halten Sie mich ruhig für dumm. Das verstehe ich nicht. Wieso ist der so verbohrt? Ich schwöre es Ihnen, da ist kein Silber unter dem Sand. Ja, das stimmt. Kein Silber. Aber Sie sind auf Öl gestoßen. Öl? Aha.
Lebenslust. Das Magazin mit Britt Hagedorn ist zurück. Ihre Themen noch bunter und noch aufregender. Alles, was uns Frauen Spaß macht. Frauenpower. Exotisches und Ausgefallenes. Trends und Geheimtipps. Lust und Liebe. Genießen Sie das Leben. Bleiben Sie neugierig. Auf jeden Fall. Lebenslust, die neuen Folgen. Heute um 22.25 Uhr bei Sat.1 Gold. Was bisher geschah? Das war alles? Sind wir jetzt geschieden? Spar dir deine Ratschläge, die Zeiten sind jetzt vorbei. Ich liebe Gilbert. Und ich möchte ihn heiraten. Was? Das ist doch ein Scherz. Ich werde immer für Sie da sein. Haben Sie sich das auch gut überlegt? Sie denken doch nicht, ich bin verrückt, oder? John Sutton, der neue Gynäkologe. Einer von diesen sensiblen Geburtshelfern. Kommt drauf an. Wie auch immer. Wann sind Sie gestern ins Bett gekommen, Alan? Gar nicht. Wunderbar. Alicia hat doch diese Infektion und jetzt kriegt sie auch noch die ersten Zähne. Ich kann mich täuschen, aber sind Sie nicht gestern beim Mittagessen eingeschlafen? Sie sollten vielleicht etwas kürzer treten. Aaron, ich finde Sie sehr erotisch. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel. Nein, Laurie, Jeffrey kann jetzt nicht mit Ihnen telefonieren. Er operiert gerade. Also hören Sie, ich habe gerade sehr viel zu tun. Ich muss jetzt Schluss machen. Ja, gut. Natürlich werde ich es ihm ausrichten. Wiederhören. Jeffreys Ex-Frau, sie kann einem manchmal ganz schön auf die Nerven gehen. So viel Zeit möchte ich auch mal haben. Bitte. Tut mir leid, ich bin heute etwas gereizt. Entschuldigung. Mr. Jennings in Zimmer 19. Er kriegt 400 Milligramm Aminophilin. Ja, gut. Philipp, was ist? Denken Sie an die Anhörung? Ja, aber die ist doch erst um 10, nicht? Ja. Übrigens, das Fernsehen wird auch da sein. Was? Es sind Gott sei Dank nur ein paar lokale Sender. Hoffentlich spiegelt sich das Scheinwerferlicht nicht auf Ihrer Glatze. Sehr witzig. Wieso übertragen die eine Anhörung zum Gesundheitswesen? Weil Senator Thomason sich so gerne im Fernsehen sieht. Soweit ich weiß, muss er sich im nächsten Jahr zur Wiederwahl stellen. Naja. Verstehe. Unser Auftritt wird höchstens 10 Minuten dauern, denke ich. Aber vielleicht sollten Sie ausnahmsweise mal einen Hut tragen, wenn Sie schon ins Fernsehen kommen. Ich werde mich einfach hinter Sie stellen, Ellen. Und Sie reden dann für mich. Eine gute Idee. Geiger? Geiger! Ich weiß, dass Sie da drin sind. Ihr Wagen steht schon wieder auf meinem Parkplatz. Geiger! Der Kerl bringt mich noch zur Raserei. Er soll seinen deutschen Panzerwagen gefälligst auf seinen Parkplatz stellen. Ist das zu viel verlangt? Er macht gerade Visite. Was? Jeffrey macht gerade Visite.